Was zum Teufel willst du, Reed? Du bist eine Enttäuschung, Vee. Für mich, für Song. Wir hätten ihr helfen können. Zusammen. Das wollte sie nicht. Du hilfst einer Verräterin, die fast die Präsidentin der NUSA umgebracht hätte. Mann. Song will einfach nur frei sein. Lass ihn in Ruhe. Keine Tragödien mehr. Ich verspreche es. Wie, das wird nicht mehr zwischen uns beiden geregelt. Songbird hat ihrem eigenen Land den Krieg erklärt. Wir, die FIA, finden euch beide. Es gibt keinen Ausweg mehr, Wie. Du klingst verzweifelt. Die FIA macht dir Feuer unterm Arsch, oder? Stimmt schon. Ich bin verzweifelt. Aber das sind wir beide. Also überleg dir schon mal, was du tun wirst, wenn ich dich finde. Und ich hoffe, du kommst bis dahin zur Vernunft. Ich zieh das bis zum Ende durch, Reed. Dasselbe hast du sicher Wells im Compeki Plaza gesagt, hm? Du musst endlich mal erwachsen werden, Verantwortung übernehmen. Wenn schon nicht für dich, dann für andere. Baby, bist du bereit? Du klingst nicht so gut. Sicher, dass es geht? Schon okay. Hilft ja nichts. Sollte ich mir Sorgen machen? Das bringt auch nichts. Kümmere dich um deinen Part. Hab uns einen Wagen besorgt. Ich schick dir die Koordinaten. Okay, bis dann.
reden. Persönlich. Hast du etwa einen Auftrag für mich? Was Besseres. Ich sehe eine leere Seite in den Geschichtsbüchern. Dein Name steht darauf. Sie wartet auf dich. Im Heavy Hearts. Na, der hat ja viel Selbstbewusstsein. Wie? Meine Sinne lassen nach. Sehe dunkle Punkte. Ich krieg kaum Luft. Du willst fliehen? In deinem Zustand? Das wird nichts. Wo warst du? Was hast du gemacht? Ich bin so schnell gekommen, wie es ging. Bei den Schmerzen hat es gefühlt ewig gedauert. Was hast du gemacht? Ich hab mit Reed gesprochen. Und? Ich sag's dir, Reed ist ein sturer alter Bock. Der lässt einfach nicht locker. Gibt's was Neues? Irgendwas? Ein paar weise Worte, ein paar Drohungen mit der FIA. So läuft das bei ihm. Ah, Verhandlungen nach Vorschrift. So haben wir das genannt. Ich glaube, du bist ihm echt wichtig. Er findet mich bloß nützlich. Dafür, sich gut zu fühlen und sich sein Verhalten schön zu reden. So jung und so verbittert. Du bist so klein, sagt der Picobot zum Nano-Mech. Auf geht's. Also hast du doch einen Plan, um uns beiden zu helfen. Ja, der ziemlich oder komplett von dir abhängt. Die geheime Klinik, weißt du noch, ist auf dem Mond. Auf mich wartet ein Shuttle dorthin. Wow, ganz schön fancy. Fancy Schmancy, das ist meine letzte Hoffnung. Wahrscheinlich bin ich deren Versuchskaninchen. Die werden die KI aus der Neuralmatrix extrahieren. Einen Prototyp für unser Heilmittel erschaffen. Ich melde mich bei dir, sobald sie für uns beide bereit sind. Versprochen. Die Idee gefällt mir nicht. Klingt extrem riskant. Für uns beide. Tja, nicht riskante Optionen gibt es keine mehr für uns. Und Shuttles starten am Spaceport. NCX. Da müssen wir hin. Ich kann nicht einfach reinspazieren. In meinem Zustand würde das Aufmerksamkeit erregen. Also spazierst du rein. Und öffnest mir anschließend im Tycho-Terminal eine Seitentür. Das könnte funktionieren. Das Tycho-Terminal wird renoviert. Wenige Leute, viel Blickschutz. Und wahrscheinlich minimale Sicherheitsvorkehrungen. Das hilft.
bist zu schwach zum Solo-Netrun. Ich teile meinen Direct-Link mit dir. Dieser ganze Scheiß ist zu viel. Weißt du wie? Ich habe so viele Leute verletzt. Frag mich, ob man das überhaupt vermeiden kann. Andere zu verletzen. Man hat nicht oft die Gelegenheit, Fehler zu korrigieren. Aber wenn doch, macht man alles, um denselben Scheiß zu vermeiden. Johnny hätte dazu sicher einiges zu sagen. Schade, dass ihr nicht miteinander reden könnt. Booster, wie? Ich... Ganz ruhig. Okay. Reed. Wie? Ja? Ich will nicht sterben. Ich bereue einfach. Ich will... Hilf mir, abzuhauen. Die Medikamente wirken. Alles okay. Wir dürfen nicht trödeln. Übernimm das Steuer, okay? Ich scanne dich mal. Muss deinen genauen Zustand kennen. Wie du willst. Scheiße. Da stimmt was nicht. Du degenerierst schneller als bei jedem bekannten Erreger. Metastasen, die sich direkt vom Hirn ausbreiten. Du meintest, das Tücherterminal wird gerade renoviert. Und von da aus willst du fliegen? Hab ein One-Way-Ticket von jemandem, der nach eigenen Regeln lebt. Hattest in letzter Zeit wenig Glück mit Partnern. Doch dann kamst du. Könnte also schlimmer sein. Komm, ruh dich aus. Gleich da. Ich musste gerade an unser erstes Gespräch denken. Seitdem sind wir weit gekommen. Wir sind auch noch nicht am Ende. Natürlich kannst du da nicht bewaffnet reingehen. Standardsicherheitsregeln im Spaceport. Keine Waffen. Ich bringe sie dir dann später mit. Also, gibt es einen Spionagetrick, um irgendwo unbemerkt reinzukommen? Benimm dich ganz normal, wie andere Passagiere. Nicht stehen bleiben, reden, trödeln, Blickkontakt aufnehmen. Du musst zu deinem Terminal und zu deinem Gate. Brauche ich die Maske? Ich meine, Reed kennt doch mein Gesicht. Die FIA würde die Tech-Signatur in der Security erkennen.
Das ist ihre Technik. Die finden sie überall. Na, hoffentlich laufe ich keinem FIA-Spion in die Arme. Das sind Agenten eines fremden Staats, die in einer freien Stadt agieren. Illegal. Die benehmen sich wie Puppybots im Gehorsam-Modus. Also nochmal, Tycho-Terminal. Lass dich von niemand Wichtigem entdecken. Halte vor allem Ausschau nach Wachen von Orbital Air. Wer weiß, worauf die noch achten. Dann bis gleich. Hey, V. Ja? Viel Glück. Hey, Song. Kopf hoch. Wir werden das schon schaffen. Okay, dann nimm mit von Spaceport. Ich werde hier für dich die Augen in alle Richtungen offen halten. Orbital Air heißt sie im NCX willkommen. Night City International Entrance. Orbital Air heißt sie im NCX willkommen. Night City International Entrance Luna. Sie können nicht fliegen, Orbital. Sie sich bitte. Eine Unverschämtheit. Wer gibt Ihnen das Recht, meine Implantate zu deaktivieren? Der Mr. Stutt ist nicht als Waffe registriert. Orbital Air dankt Ihnen für Ihre Kooperation. Willkommen am Night City International Entrance Luna, Ihrem Portal zur Welt und zu den Sternen. Ich muss alle nicht autorisierten Implantate vorübergehend deaktivieren. Direct Link anschließen, bitte. Wie jetzt? Unautorisierte Implantate? So ist es. Informationen hierzu finden Sie in den Beförderungsbedingungen, die Sie beim Ticketkauf bestätigt haben. Okay, alles klar. Boarding schließt jetzt. Bleib ruhig und unauffällig. Implantatabschaltung erfolgreich. Für biometrische ID-Authentifizierung bitte in die Kamera schauen. Warte, noch nicht. Ich brauche Zeit, um deine Daten mit einem Feldprofil zu verknüpfen. Oh, echt viel los heute, oder? So viele Leute, alle wollen irgendwo hin, haben's eilig. Bitte in die Kamera schauen. Wissen Sie, wegen diesem ganzen Arasaka-Chaos, da fühlen sich die Leute, ja, ein bisschen unsicher in der Stadt. Würden Sie bitte in die Kamera schauen? Bin fertig. Los, mach schon. Scan abgeschlossen. Orbital Air dankt Ihnen für Ihre Kooperation. Okay, jetzt musst du mich einlassen. Tycho Terminal. Los. Und bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Entschuldigt euch bei den Zuschauern! Die erwarten eine Live-Übertragung der Eröffnungszeremonie! Die Spiele beginnen in wenigen Stunden. Das NCX schreibt vor, dass alle Mitglieder
Verpflichtungen tragen. Wir nur all diese Schäfchen an. Wir bedanken uns für Ihre Kooperation. Wir haben keinen blassen Schimmer, was hier vielleicht gleich abgeht. Würden Sie sich bitte beruhigen? Stell dir vor, da steht so eine Tussi hier und träumt von den geilen Titten, die sie sich nachher im Orbit ankleben lässt. Und dann wird sie von der Herde in Panik zertrampelt. Aber Bruder wird einen Anruf von Mr. Mugger erhalten. Läuft doch. Mal nicht den Teufel an die Wand. Solange es läuft, läuft es. Aber sei vorsichtig. Wir haben zu tun. Komm schon. Achtung an alle Passagiere. Die Hausordnung des NCX schreibt vor, bist du dass das? Alle Implantate vor Betreten Cynthia, des Hauptterminals deaktiviert werden müssen. Wir bedanken uns für Ihre Kooperation. Hast du nicht einen Job in Haywood? Hab ich immer noch. Und jetzt noch eine Stelle hier. Und das alles nur wegen Pepes Schulden. Hör mal, ich muss ins Tycho-Terminal. Hast du eine Idee, wie ich das hinkriege? Das geht nicht. Die Renovierung läuft scheiße. Wortwörtlich. Die haben aus Versehen die Wand zu den Klos in der Hauptlobby durchbohrt. Oh, sorry, ich muss jetzt echt weiterarbeiten. Geschenk für uns von einem Freund. In einem Koffer auf dem Gepäckband. Ohne dir. Hier ist der Code. Schon beachten dich die Leute von der OA Security gar nicht mehr. Denk dran, Kameras und Roboter sind weniger dämlich. Achtung, okay. An alles hat er eine ruhige Ecke um dich. Der Konsum von Alkohol und bewusstseinsverändernden Substanzen sind auf dem Gelände untersagt. Genug Pause gemacht? Na los, zurück an die Arbeit. Bin am Tycho-Terminal. Wo finde ich jetzt die Seiten- oder Hintertür? Scheiße, Problem. Vergiss die Türen. Wir brauchen einen neuen Plan. Song, was ist los? Musst du mich verziehen? Die Security von Orbital ist am Van aufgekreuzt. Gott verdammt! Okay, versuchen wir es mit dem Dach. Such den Aufzug an der Baustelle. Alles klar. Thank you.
Thank you.
fertig. Das heißt? Ich hab's zum Dach geschafft, aber nur zum unteren Teil. Du musst mir weiter hochhelfen. Kein Plan ist mein Lieblingsplan. Gib mir eine Minute. Du hast eine, mehr nicht. Ich sehe mich besser um. Tommy, ich hab ne Idee. Hier, fang! Sag mir, wenn du soweit bist. Ich hab's. Halt dich fest! Wir haben's gleich! Fuck, nein, nein, nein! Hab dich! Hab dich! Hab dich! Das war zu knapp. Das nächste Mal. Hoffentlich gibt's kein nächstes Mal. Wie? Was ist los mit dir? Alles okay. Mach dir keine Sorgen. Tut mir leid. Hör auf. Bald ist das hier vorbei. Auch dank deiner Hilfe. Deine Waffe. Warte. Was ist?
Ein Funksignal. Fuck. Verschlüsselter Kanal. Kannst du ihn hacken? Zuhören? Ich versuch's. Jetzt leise weiter, Lee. Wenn du noch mehr Scheiß baust, sind wir erledigt. Hey, ich hab mich bemüht. Bemühe dich mehr. Still und leise. Hier lang. Oh, Scheiße. Das Signal ist ein NUSA-Kanal. Meyers? Ankunft in 45 Sekunden. Hier rein, schnell. Was ist los? Was läuft bei denen? 4 Einsatzhubschrauber mit maskierten Transponder-Signalen wollen verbergen, dass es die NUSA ist. Oh fuck, sie ist an Bord. Die landen gleich. Mach auf, los! Sumi, rein mit dir! Hab den Lüfter übernommen. Halt einen der Flügel fest. Ich quetsche mich durch. NUSA-Kampfhubschrauber über der freien Stadt Night City. Das ist übel. NCX ist offiziell nicht Teil von NC, sondern eine extraterritoriale neutrale Zone. Trotzdem ignoriert Meyers damit internationale Vereinbarungen. CX ist bestätigt. Die FIA hat dich wohl seit dem Security-Check im Blick. Was kommst du, Mie? Beweg dich, sonst sehen die uns. Wahrscheinlich zu schwach, um allein unterwegs zu sein. Bestimmt versteckt sie sich. Irgendwo. Bestimmt. Reicht mir nicht. Weiß Orbital Air, worum es geht? Der Alarm wurde ausgelöst, aber wie nicht gefunden. Und unsere Agenten? Einige wurden enttarnt, aber ich garantiere, dass OA kein Wort aus denen rausbekommt. Die anderen suchen immer noch nach Songbird. Missionsfehler können wir nachher besprechen. Du warst schon immer schlecht darin, um Hilfe zu bitten. Also habe ich für dich Unterstützung mitgebracht. Ich habe alles unter Kontrolle. Nein, Sir. Du hast schon lange die Kontrolle verloren. Sieh es endlich ein. Ach, das wahre Gesicht von Rosalind Meyers. Nicht das von ihren Wahlplakaten. Ich weiß, dass sie dir wichtig ist, dass du sie magst. Ja. Du hast sie rekrutiert, trainiert. Ich verstehe, dass du sie beschützen willst. Aber deine Pflicht gilt nur gegenüber deinem Land. Songbird hat ihre Entscheidung getroffen. Jetzt muss sie mit den Konsequenzen leben. Eine Sache noch, Saul. Das Projekt, an dem sie gearbeitet hat, muss auf jeden Fall geheim bleiben. Das klingt richtig übel. Wenn unser Vögelchen in den falschen Händen landet, die Folgen will ich mir nicht ausmalen. Die ganze Sache, davon wissen nur wir. Das würde die NUSA zerstören. Dieses Risiko kann ich nicht eingehen. Sehe ich ganz genauso. Kein Risiko. Dafür sorgen wir. Hast du das gehört? Und glaub mir, mir fällt das auch nicht leicht.
Ich mochte sie. Ich habe ihr vertraut. Aber von manchen Entscheidungen gibt es kein Zurück. Entscheidungen? Deine oder ihre? Wie bitte? Du hast mich schon verstanden. Aber egal. Ich weiß, was ich zu tun habe. Du bist autorisiert, jedes notwendige Mittel zu ergreifen. Aber schieß ihr nicht in den Kopf. Das hätte ich mir denken können. Habt ihr gehört? Ja, Sir! Oh, shit. Wir sind sowas von am Arsch. Myers ist eine eiskalte Bitch. Sie fängt gerade erst an. Verschwinden wir. Zivilisten werden evakuiert. Dann können sie gleich richtig durchgreifen. Okay. Zurück zum Terminal. Los. Wir nehmen den Zug zum Startplatz und haben es geschafft. Müssen vorher nur durchs Tücherterminal. Das Einsatzteam. Das wird übel. Orbital Air. Hoffentlich bringen die Wichser sich alle um.
dich jetzt ja nicht töten. Gesehen. Wie? Wenn der Hubschrauber auf uns zielt, sind wir so gut wie tot. Dann vermeiden wir das doch. Keiner da? Geh vor. Luft ist rein. Ich kann mir mal deinen Chrom anschauen. Ist das sicher? Ich kenne mich mit deinen Komponenten aus. Könnte eine Autodiagnose anschmeißen, auf deinen BIOS zugreifen. Hab den Log. Kann die Kompensatoren übertakten, wenn die das aushalten. Das hätte alles viel reibungsloser ablaufen sollen. Aber es geht ja ums Ziel. Eins hast du mir noch nicht verraten. Wer hat dir diesen Flug besorgt? Keine Ahnung. Hab mit einem Vermittler gesprochen. Typischer Konzerner. Teurer, schlechter Anzug, dunkle Haare, blaue Augen. Er hat mir Fragen gestellt, auf die nur ich die Antwort weiß.
Ist die Blackwall das Problem? Mhm. Das und anderes. Will nicht drüber reden. Mach mir keine Vorwürfe, okay? Sumi, ich verstehe dich. Warum du das gemacht hast. Gut. Bin ich eine krasse Egoistin? Mach dir keinen Kopf. Okay, reißen wir uns mal zusammen. Hilf mir hoch, okay? Du siehst besser aus. Findest du? Glaub schon. In den Zug geht's. Und dann direkt zum Startplatz. Und Holtrum, wie sofort. Ich besorg uns einen Zug. Geh vor. Man weiß ja nie. Verdächtig ruhig hier. Versteck dich! Thank you.
schieb den Zug zur Haltestelle. Was jetzt? Ich mach die Steuertafel an. Ruf uns einen Zug. Der Zug hat wahrscheinlich ein eigenes Subnet. Es ist bestimmt arschlarm. Ich sag ja nicht, dass du es benutzen sollst, sondern sperren. Ein Flankenmanöver? Möglich. Einfach eine Eiswand auf die Abzweigung. Und los geht's. Viel Glück, Sir.
wird nicht anhalten. Wir sind im Arsch, okay? Ich muss durch die Blackwall, anders geht's nicht. Mit einer neuralen Brücke kann ich dich entlasten. Proxy benutzen. Bist du bereit? Es wird keine Spritztour, aber verlink dich. Na los! Zug erwischen. Oh, Scheiße, tut das weh. Kann ich mir vorstellen, Sumi. Du hast uns den Arsch gerettet. Wie? Hörst du das? Das ist die Blackwall. Keine Sorge, Sam. Ich bin da. Fast am Startplatz. Endlich. Und? Hältst du noch durch? Was denkst du? Haben wir das Schlimmste hinter uns? Das Schlimmste liegt immer in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Eine optimistische Analytikerin? Wie hast du jemals deinen Job gemacht? Gute Work-Life-Balance, würde ich sagen. Dieses Brummen würde am liebsten einschlafen und nie wieder aufwachen. Hey, nicht einschlafen, hörst du? Reed, hab letztens von ihm geträumt. Immer wieder derselbe Albtraum von diesem verdammten Zug. Und wie er meinetwegen stirbt. Das war nur ein Traumsong. Ich hab meine Befehle befolgt. Befehle von Myers? Klingt jetzt lächerlich. Jahre später ist er immer noch ihr loyaler Köter. Und ich bin nur noch weg. Wenn Johnny jetzt hier wäre, würde er dir so richtig die Meinung geigen. Einen Freund zu verraten? Es gibt nichts Schlimmeres. Ich bereue es ja auch. Kann es aber nicht ändern.
das bloß vergessen. Schuldgefühlen entkommt man nie. Song? Ich habe nicht nur Reed verraten. Was soll das heißen, Song? Die Neuralmatrix kann nur einmal benutzt werden. Nur einmal? Wieso? Das ist eine gefangene KI von hinter der Black Wall. Sie existiert durch ständige Entwicklung. Wenn ich sie befreie, beende ich den Prozess. Dann führt sie meine Befehle aus und zerstört sich unwiederbringlich. Warum hast du mir nicht die Wahrheit gesagt? Ich musste mir sicher sein, dass du mir hilfst. Oh, Scheiße. Ich glaube, ich sterbe bald. Ich bereue, dass ich nicht ehrlich zu dir war. Scheiße. Du hast mich angelogen. Das kann ich dir nicht verzeihen. Song. Ach du Scheiße. Ich bin beeindruckt. Die Kleine hat euch alle verarscht. Myers, Hansen, Reed, dich. Ist nicht das erste Mal, dass mich jemand verarscht hat. Ich gebe aber nicht auf. Mann, echt rührend manchmal, wie du mit den Härten des Lebens umgehst. Die Braut hat dich gefickt wie ein selten dummes Joy-Toy. Hast einen guten Grund, sie zu hassen, ihr den Kopf abzureißen. Aber sie hat ihr Ding durchgezogen. Und das verdient Respekt. Ach, drauf geschissen. So oder so sind wir wieder bei Null. Wir müssen immer noch eine Möglichkeit finden, uns zu retten. Du kannst immer noch Reed anrufen. Der bringt mich doch nur um. Wow, dein Ego ist ja fast so groß wie meins, wie... Du bist dem Scheiß egal. Er will nur sie haben. Ist immer nett, eine Runde mit dir zu quatschen. Aber du solltest sie aufwecken. Tut mir leid, Song. Wirklich. Aber du hast mich zuerst verraten. Was? Songbird. Willst du sie noch? Du lässt sie jetzt im Stich. Okay, was willst du? Spuck's aus. Mir geht's nur um eins. Ich will überleben. Das Heilmittel kann nur einmal benutzt werden. Und Song wollte es für sich behalten. Aber ich hab nichts. Ich verstehe. Song wird für mich... Das Heilmittel für dich. Ich brauche das Heilmittel und Ripper, die es benutzen kann. Du hast was von Kontakten in Europa gesagt. In Europa und in Langley. Die NUSA haben herausragende Spezialisten. Die besorgen dir die Daten und operieren dich. Deal? Wie soll ich mir sicher sein, dass deine Leute an die Neuralmatrix rankommen? Gibt's Garantien? Ich kenne mich mit dem Kram nicht so gut aus. Aber denk dran, dass Sinisher unsere Tech ist. Nehmen wir an, ich überlebe. Was passiert dann mit Song? Dann suchen wir nach anderen Wegen, um ihr zu helfen und den Blackwall-Verfall aufzuhalten. Myers hat Song schon längst zum Tod verurteilt. Myers konnte sie nicht entkommen lassen. Aber wenn wir sie in die Finger kriegen und das lebend, sind die NUSA sicher. Und Songbird muss nicht sterben. Deal. Nimm sie mit. Aber lass mich nicht sterben. Am Startplatz.
Wir sind fast da. Ich weiß. Ich warte. Wach auf. Wir sind da. Na komm, Zeit zu gehen. Erledigen wir das. Warte mal kurz. Wir beide werden versucht, ihr zu helfen, sie aus dieser Lage rauszuholen. Sie wollte die Hilfe nicht. Sie ließ uns keine Wahl. So läuft es eben manchmal. Letztendlich hast du dich richtig entschieden. Ich bring dich nach Hause, Sumi. Landungsbereich gesichert. Nein, wirst du nicht. Wir nehmen sie mit und gehen. Was kaufst du dir eigentlich für deine 30 Silberstücke? Ich melde mich. Lass dir nicht zu viel Zeit. Unter Befehl! Befehle kommt von hier! Wie? Wir haben einen Deal. Verarsch mich bloß nicht. Du musst dich echt mal anständig ausschlafen, Wie. Mehr noch als ich. Ich musste gerade an was denken. Was kommt jetzt? Ach, ich weiß nicht. Scheiße, jetzt tut sie mir irgendwie leid. Du denkst nicht an sie, sondern an dich selbst. Hast Angst vor dem Ende. Ich nenne das gesunden Egoismus. Ich meine ja bloß, dass die Frau echt das beschissenste Pech überhaupt hat. Das beschissenste Pech hatte ich im Konpeki Plaza. Sie wollte zu nah an die Sonne fliegen, genau wie du. Aber wie ein altes chinesisches Sprichwort sagt, man kann nicht über seine eigenen Arschbacken springen.